Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute. Und willkommen zurück zu Enshrouded. So, ein neuer Tag beginnt. Und wir werden heute mal die Warte hoch, um dort einen Überblick über das Land zu gewinnen und eventuell neue Möglichkeiten freizusetzen. So, wir müssen uns hier mal umschauen. Tränke, ja, sehr cool. So, wir können hier im Prinzip alles kaputt machen. Vielleicht mit der Axt. Und können hier auch. Das sieht mir nach Salz aus, oder? Ja, ist Salz. Auch hier Tränke und sowas können wir ja einsammeln. Was ich nach Möglichkeit nicht machen möchte. Solche Sachen wie Knochen und so. Die will ich hier eigentlich gar nicht mal. Aber wir kriegen hier guten Loot. Gut Loot. Also Wasser. Da haben wir noch einen Mana-Trank. Wachs. Gesundheitstrank. Und Wasser. Okay. Also der Loot, den wir hier finden, der ist schon mal. Loot tut gut. So, Wachs haben wir ja eh. Und manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter. Machen wir natürlich. So, ich guck mal eben. Hier geht aber auch eine Treppe hoch. Dann wollen wir mal gucken. Okay, warte mal. Wenn es hier normal weitergeht mit dem Haken und so, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass wir hier eine Kiste finden. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hilfe oder Hirte des Donners. Ein neuer Zauberstab, okay. So, ich hoffe, dass wir die Warte heute erklimmen können. Das ist Wasser, brauchen wir nicht. Salz nehmen wir mit. Und schwingen uns mal. Wir schwingen uns mal. Rüber. Da bin ich ein bisschen früher abgesprungen, Leute. So. Schauen uns hier genau um. Auch nur Wasser, ne? Auch nur Wasser, ja. Aber Trank der Brut. Okay, das ist was Neues. Das hatten wir bisher noch nicht, Leute. So, wie kommen wir da? Oh, was ist das? Da geht die Treppe hoch. Also Tränke scheinen wir hier auf jeden Fall eine Massemenge und viel zu kriegen. Wasser lassen wir einfach mal liegen, Leute. Was ist das? Ah, noch eine Bandage, auch sehr schön. Heißt das? So, heißt also, Wachs haben wir eh. Heißt das, dass wir hier auch noch kämpfen müssen? Ach, das Ding geht auch kaputt. Okay.
Ja, wir müssen aber aufpassen auf das Schwert. Ich will einmal kurz die Treppe runter, um zu schauen, was wir da haben. Eisbolzenpfeile und Feuermagie. Okay, dann nehmen wir alles mit. Wir gucken mal kurz in unseren Rucksack. Viel haben wir gar nicht mehr frei, ne? Nur noch vier Plätze. So, die Holzscheite, die brauchen wir eh nicht. Die können wir schon mal löschen. Ah, sehr schön. Wir haben eine Menge Metallschrott hier gefunden. Ausdauerpunkte für 30 Minuten gibt das. Okay. So, und hier sehen wir schon, das gibt es wahrscheinlich hier in der Nähe auch noch Fallen auf dem Weg. Ich hoffe, dass wir den so weit wie möglich ausweichen können. Aber hier haben wir ja auch schon die nächste, den nächsten Teleporter. Ich hoffe, der führt uns weiter nach oben. So, die Dinger kann man kaputt machen. Ja, muss man aber nicht. Wie sieht es denn hier mit dem Kolben aus? So, da können wir rüberspringen, dahin klettern. Wir gehen aber erstmal kurz die Treppe runter. Lava. Lava nicht gut. Hier ist noch zu und der nächste Teleporter befindet sich ebenfalls da. Okay, wir werden natürlich versuchen, die Lava zu vermeiden, ne? Guck mal, da oben geht es auch weiter. Wir können einmal hier rum und einmal da hoch. Ich hoffe, wir kommen da hingesprungen. Okay, wollen wir erstmal nach oben? Ah, hier ist zu. Okay, im Moment können wir da nicht hin. Heißt, wir bewegen uns in diese Richtung. Na, da hilft uns auf jeden Fall der Gleiter schon mal eine Menge. Weiß nicht, ob wir das hier alles kaputt machen können. Wir können schon, aber müssen wir, ist die Frage, ne? Eigentlich denke ich mal nicht. Auf nach hier verwenden. Ich bin gespannt, wie hoch wir hier noch müssen und wie hoch wir hier kommen. Okay. Nein, ach, so, hier. So, dann sollten wir gleich die Beeren. Okay, allzu viel. Allzu viel Damage teilt er hier allerdings auch nicht aus. Okay, hier kommen wir weiter. Und hier kämen wir auch weiter. Für die Kiste. Wir gucken mal, wenn wir hier hingehen. Dann hier runter.
Aber hier ist ja... Doch, hier. Okay. Da kommen wir. Da sind wir hoch. Wir könnten... Ich könnte mir vorstellen, dass das... Okay. Da hoch, da hoch. Dass wir da hoch können. Noch ein Überlebenstrank. So, wir kämen dann nämlich da hoch. Okay. Sprintsprung. Okay, aber das machen wir ein andermal, denn wir haben tatsächlich die Warte erklommen. Und wenn wir uns denn mal beim nächsten Mal hier noch mal umschauen, um komplett zu looten und die restlichen Gänge und so. Okay, hier sehen wir. Ein bisschen was vom Land. Hier diesen Talkessel von Bergen umrundet. So, und was ich mal eben schon... Guck mal da unten, das sieht auch aus wie so ein kleines Dörfchen. Da ist noch ein Haus. Ruinen. So, wir sind momentan... Da waren wir schon in der Richtung links... Also irgendwo da hinten befindet sich unsere momentane... Ah ja, okay. Da sind wir aufgewacht, dann hier rum durch die Ruinen und da hinten, wo der kleine Miasma-Nebel ist, da ist irgendwo auch unsere Basis, ne? Oder auf der Seite? Nee, das könnte... das stille Haus oder das friedliche Haus sein. So, lass uns erstmal abschließen. Mit der Flamme kommunizieren. Okay, wie ich es mir dachte, es werden Schnellreisepunkte und das Land muss zurückerobert werden. Cool. 9 Marker hinzugefügt, liebe Leute. 9 Marker. Wir schauen mal eben auf die Map. Refugium der Flamme, Schrein. Die ganzen Schreine werden hier uns jetzt hier angezeigt. Was richtig cool ist. Da ist ein Fragezeichen. Da ist ein Elixierbrunnen noch. Da ist ein Elixierbrunnen. Und hier ist der, den wir ja schon... geschafft haben. So, das heißt, wir können die Elixierbrunnen noch reinigen. Flammenkrypta zu Hause. Schrein der Flamme. Irgendwo ist hier ja auch die Geschichte der Fäulnis, der Obelisk, den wir noch finden müssen. Refugium der Flamme. Okay, so, Auftrag erledigt, Leute. Aber jetzt machen wir einen kleinen Abstecher nach hier, holen uns nochmal den Funken. Holen uns hier nochmal einen Funken und gehen jetzt zurück zum Schmied. Gucken, ob er uns was Neues zu erzählen hat. Warte, wenn wir hier sowieso gerade sind, Leute, dann können wir eigentlich auch...
alles noch mal reparieren. So, alle Gegenstände repariert. Du warst also an der Spitze der Warte. Ich kenne ein paar Leute, die alles für so eine Aussicht geben würden. Obwohl, vielleicht gibt es jetzt weniger Trubel zu beobachten als früher. Ja, natürlich, das kann sein. Aber hast uns nichts Neues zu erzählen, oder? Er hat uns nichts Neues zu erzählen. Geschirr. Was können wir denn hier machen momentan? Eine Platte, ein Becher, Schrottkrug und Schrottschüssel. Okay. Ja, ich gehe ja schon. So, da haben wir nochmal Thea. Und ich würde sagen, da machen wir uns jetzt nämlich nochmal leer. Wie sieht es denn hier aus? Mal eben schauen. Mit dem haben wir 12 Kraft. Der hat 7 Kraft. 0,6 Spanngeschwindigkeit, 250 Haltbarkeit plus 7 Pfeil. Aber der ist eigentlich, für den Moment sollten wir uns den wahrscheinlich tatsächlich behalten. Moment, habe ich plus einen Ring? Nee, ich habe 2 Ringe, alles gut. Und die Rucksackerweiterung, die würde ich ganz gerne auch haben. Dafür werden wir wahrscheinlich aber den. So, lass mal gucken. Wir brauchen mal noch Stauraum, oder? Nehmen wir noch so eine oder so eine? Da brauchen wir noch mal Nägel. Lass uns auf jeden Fall noch mal Nägel beim Schmied machen. So, sollte. Ja, sehe ich auch so. Sollte erstmal reichen. Dann machen wir uns nämlich eine Kiste und dann könnten wir zusehen, dass wir alles hier langsam in. Einmal herstellen. Und daraus machen wir uns eine magische. Die magische hat halt den Vorteil, dass wir die überall nutzen können. Na, seht ihr, es wird auch schon wieder duster. Na, das Bett können wir erstmal da lassen. So, was ich übrigens noch vorhab, das einfache Dach, was wir hier haben, ich habe ja auch jetzt die Möglichkeit, geteerte Dachpfannen zu nehmen, dass wir das vielleicht auch nochmal auswechseln. Hier nochmal ein kleines Refugium machen für die restlichen Gefährten, die wir freischalten. Und gucken dann halt nochmal nach einem schönen Platz für eine Bergfeste, die wir nochmal bauen wollen. So, für jetzt, wo stellen wir die Kiste hin? Haben wir die. So, die Kiste können wir eigentlich auch. Könnten die auch beim Schmied noch unterbringen. So, und für den Schmied dachte ich mir, dass wir hier entweder nochmal ein. Na gut, er hat ja ein Bett, ne? Er hat ja ein Bett im Prinzip. Weil die meiste Zeit nutze ich jetzt sowieso nicht. So, dann stellen wir hier nochmal eine hin. So, und dann wollen wir nämlich erstmal uns wieder. Moment, Moment. Metallplatten, dann nehmen wir erstmal den so, restliche Metallschrott für und machen uns hier mal wieder leer. Tränke und alles, ich glaube, die packen wir in die anderen Kisten. Teer haben wir hier. Garn ist da. All die Sachen, die kommen da nicht rein. Knochenmehl haben wir noch nix. Tierfälle sind in der zweiten. Wir müssen uns. Schade, dass wir die nicht irgendwie beschriften können. Das, das, das. So, Knochenmehl packen wir ebenfalls hier rein. Die Sachen hier wie den Kopf, den werden wir hier auch nochmal rausnehmen bei Gelegenheit. Nägel packen wir auch hier mit rein.
Vier Stück haben wir erstmal. Oder wollen wir da mal Kohle machen? Nicht genügend Holzscheite, okay. Weil sind doch 27. 27, 30 brauche ich. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten hier? Die Holzsäure und die Kohle. Wie viel Teer haben wir? Wir haben 20 mal Teer. Nehmen wir uns raus und machen da mal Holzsäure. Wie viel brauchen wir davon? 12, okay. Da kann er zumindest ein klein bisschen was machen. Für Alchemie. Ich denke, wir werden uns nochmal einen zweiten Ofen hier hinstellen, dass wir auch mehrere Sachen gleichzeitig brennen können. So, Thea hatten wir hier. Packen wir damit zu. Noch irgendwelche Materialien? Nee, die Äste, alles gut. Funken packen wir hier mit rein. Nee, haben wir gar nicht. Wo haben wir denn die Funken, Leute? Da doch, hier. So. Knochen, irgendwie was, was wir hier noch ablegen können. Ja, wir müssen uns eine Truhe noch direkt, wo wir die ganzen Tränke und so weit unterbringen. So, erstmal kommt er nach hier mit rein. Den Schild. Ne, den können wir nicht auseinandernehmen. So, die Magieklamotten. Da haben wir einmal 9, einmal 5. Ich würde sagen, wir behalten die für jetzt. Für den Hirten. Kunstvoller Holzbogen im Vergleich zum waldlangen Bogen. So, den packen wir auch erstmal hier rein, bis wir den verbessern. Den Trank packen wir auch hier mit rein. So, und Salz. Das kann man auch erstmal. Salz hatten wir wieder drüben, ne? Den habe ich natürlich übersehen. Genau. So, eine Fackel in Reserve. Den Eisbolzen packen wir nach hier unten. Das Wasser nach da hinten. Den Hirten nach hier. So, den wollen wir jetzt einmal ausrüsten. Ne? Auf der 3. Mit Q ist der geladen mit den Eisbolzen. Okay, Leute, ich würde sagen, damit haben wir heute ein bisschen was geschafft, ne? Wirklich, muss es jetzt sein? Ja, was denn? Nix, ne? Wieder nix. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir oben durch die Erklimmung der Warte noch ein paar... Moment hier, was willst du mir sagen? In den Gewölben der Erbauerhallen stimmen wieder, die durch das Miasma zum Schweigen gebracht wurden. Doch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin, einst die stärkste im Land und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. Okay, 2 neue Marker hinzugefügt. Ich gehe mal davon aus, das werden die Jägerin und der Alchemist sein. Hier haben wir den Alchemisten. Da ist die Jägerin. Okay, hier müssen wir mal gucken, wenn wir durchs Miasma gehen, finden wir hier nochmal einen Schrein der Flamme. Die Krypta der Jägerin. Und hier den zweiten Obelisken. Dann haben wir hier nochmal einen Schrein.
Ja, eigentlich könnten wir das machen. Ja, entweder holen wir uns erst den Alchemisten hier. Wäre ja schon fast sinnvoll, weil wir, na, müssen mal gucken, wie das von der Entfernung aus ist. Eigentlich ist die Jägerin die nächste, ne? Kümmern wir uns das nächste Mal drum, liebe Leute. Wir machen hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao und bleibt gesund.